Wir sind mittendrin im Radio. Silvia am Sonntag, der Talk. Letzter Tag der Herbstferien bringen wir gemeinsam. Ich sage herzlich willkommen, Judith Williams. Hallo, freue mich hier zu sein. Ja, wir freuen uns. Also Sie sind ja eine Frau, die ist so vielseitig. Sie sind erfolgreiche Unternehmerin, dann natürlich Jurorin, Höhle der Löwen. Also Sie gehören zu dieser Sendung mit dazu. Oh, vielen Dank. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß. Und ja, wenn wir mit der Sendung Menschen dazu ermuntern können, Unternehmer zu werden, Erfinder zu werden, ihr Leben in die Hand zu nehmen, dann finde ich, hat sie schon das Richtige getan. Aber das ist ja noch nicht alles, ne? Sie haben ja noch so viel mehr Qualitäten. Sie schreiben Bücher und jetzt das Aktuelle, wie Träume fliegen lernt. Es ist ein Buch, das macht Mut. Man möchte, wenn man es gelesen hat, direkt loslegen mit seinen Träumen. Super, dann habe ich mein Ziel erreicht. Schön, dass Sie hier waren. Tschüss. Nee, und genau deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Und ich habe ganz bewusst kein Buch über Business geschrieben, weil ich hatte das Gefühl, Frauen brauchen was anderes. Und ich wollte ein Buch besonders für Frauen schreiben, die erfolgreiche Frauen betrachten. Und ich erinnere mich da an meine jüngere Zeit, wo ich gedacht habe, oh Hilfe, so clever, so schlank, so schön, so allwissend wie der oder die werde ich nie, wenn ich nur 10% von dem allen könnte. Und heute in meinem jetzigen Alter denke ich mir, Mensch, also so ein Quatsch. Einfach losmarschieren. Und ich meine, Sie haben so eine lebensbejahende Ausstrahlung. Und es ging bei Ihnen, diese Losmarschieren, ja nicht gerade schnurgerade. Sie wollten Opernsängerin werden, haben schon erste Erfolge gefeiert. Und dann mussten Sie eine Hormontherapie machen und haben Ihre Gesangsstimme verloren. Als junger Mensch so auf dem Boden zu landen und dann zu sagen, oh je, ich fange eigentlich nochmal von Null an, wo alle anderen jetzt fertig sind mit dem Studio und jetzt Gas geben, das war schon sehr erschütternd, sage ich mal. Aber ich bin heute im Rückblick extrem dankbar für diese Zeit und das würde ich auch gerne jedem, der gerade in so einem Tiefpunkt ist, wirklich sagen. Das ist nicht von Dauer. Lerne jetzt so schnell wie möglich alles dazu in der Situation und steh einfach auf. Wie Träume fliegen lernen, das kann man ja auch im Buch von Ihnen nachlesen. Darum geht es ganz genau. Und Sie haben es uns vorgemacht. Also heute werden wir erfahren, Sie haben dann ja vorübergehend nach der Opernbühne im Fitnessstudio gearbeitet. Also von der Opernbühne hinter den Tresen und Energiedrinks gemixt. Warum das alles im Nachhinein richtig war, das erfahren Sie heute früh bei Silvia am Sonntag, der Talk mit Judith Williams. Coldplay am Morgen, das ist doch schon mal sehr gut. Und dann noch einen interessanten Gast. Ich hoffe, er gefällt Ihnen genauso gut wie mir. Wir haben ja auch noch Zeit, Judith Williams noch besser kennenzulernen. Wir haben schon gehört, quasi von der Opernsängerin zur erfolgreichen Unternehmerin. Wegen einer Krankheit verloren sie ihre Stimme und haben dann vorübergehend hinter der Theke von einem Fitnessstudio gearbeitet. Immer einen im Blick einen Satz, der ihr Leben ganz gut beschreibt. Blühe, wo du gepflanzt wirst. Ja, und ich glaube, ich weiß es, dass jeder blühen kann, egal wo, ja. Und ob ich Sekretärin bin, ob ich Reinigungskraft bin, das müssen keine hochtrabende Berufe sein. Die meisten denken, oh, wenn ich endlich meinen Traumjob habe, dann kann ich allen zeigen, wie toll ich bin. Ja, dann zeig's doch jetzt. Dann zeig doch jetzt, welche Leidenschaft du dafür hast und wie du deinem Chef vielleicht die Sachen vorarbeitest. Mach es mit extra viel Leidenschaft, um zu zeigen, wie engagiert du bist. Und das finde ich ganz wichtig. Diese Motivation sollte jeder in sich tragen und dann ist es auch einfacher, dann, wenn du deinen Traumjob hast, dann hast du es dir schon zur Gewohnheit gemacht, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja, das stimmt. Sie haben ja nicht nur dann im Fitnessstudio schon mal ganz schnell die Umsätze nach oben gebracht, auch dann in dem Teleshopping-Kanal, wo Sie überhaupt keine Erfahrung hatten. Woher haben Sie dieses unglaubliche Verkaufstalent? Ich empfinde das ja gar nicht so, dass ich so ein Verkaufstalent habe, aber ich habe schon immer egal, was ich verkauft habe, ich habe früher nicht meine eigenen Produkte verkauft, aber so wie jede Verkäuferin, es gibt Millionen von Verkäufern und Verkäuferinnen, eigentlich ist jeder von uns ein Verkäufer, weil er muss mehr oder weniger jeden Tag sich selbst verkaufen. Und ich glaube, wenn du das mit dem richtigen Bauchgefühl, mit der richtigen Emotion, mit der richtigen Liebe und Leidenschaft für etwas tust, dann folgen Menschen dir leichter und das ergibt einfach eine tolle Schwingung und alle machen gerne mit. Der Papa hat auch einen Anteil daran, ne? Der hat immer an sie geglaubt. Als Kind habe ich immer gedacht, also der Papa hat keine Ahnung,
Der weiß gar nicht, wie limitiert ich bin. Oh, wie süß. Hat, ja, ja, weil er immer gesagt hat, du kannst alles. Ja, er hat immer gesagt, du kannst alles und du bist super talentiert und schau mal, wie hübsch du bist. Und ich fand mich total hässlich. Ich dachte immer, Mensch, so sind halt Väter, die finden ihre Töchter immer super, ne? Mhm. Und war überhaupt nicht davon überzeugt, dass mein Vater recht hat. Und habe ihm immer gesagt, nee, also Papa, du siehst mich halt so, weil du mein Vater bist, ja? Und später habe ich dann einfach gelernt, ach, was, Judith, musst nicht perfekt sein. Tu einfach dein Bestes. Aber der Papa hat recht gehabt heute. Kann man ja sehen und kann stolz auf sie sein. Judith Williams, erfolgreiche Unternehmerin und Jurorin bei Höhle der Löwen, ist bei FFH. Walking down 29. Du kannst es schaffen. Also das erzählen einem ja viele Menschen, aber was bei Judith Williams, der erfolgreichen Unternehmerin und Löwin aus Höhle der Löwen, schon anders ist, dass sie es erstmal selber geschafft hat, mit auch nicht immer einfachen Umständen, die wir ja schon gehört haben von Ihnen, Frau Williams. Und deshalb ist Ihr Buch, Wenn Träume fliegen, so interessant. Alle Infos zu dem Buch bekommen Sie bei uns auf ffh.de. Das Schöne bei Ihnen in der Sendung, zum Beispiel jetzt Höhle der Löwen, finde ich, dass Sie es immer schaffen, auch diejenigen Gründer und Unternehmer oder die Leute, die eine gute Idee haben, selbst wenn die nicht genommen werden, also ich glaube, die gehen nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause. Nee, ich glaube einfach, dass Frauen allgemein sehr viel mehr Empathie haben als Männer. Ja. Und deswegen sind Frauen in der Berufswelt so unendlich wichtig, weil es geht nicht mehr nur darum, jeden Tag die gleiche Arbeit zu tun, sondern es geht darum, wirklich visionär, kreativ, alles, was wir Frauen von Natur aus eigentlich können, weil wir ständig jonglieren und machen und tun. Also, und die Frauen haben die richtige Einstellung dazu. Ja. Und wir können empathisch sein und wir lieben das auch. Und das stärkt unser Gegenüber. Ja, also liebe Männer, ihr seid auch toll, die uns hier zuhören. Natürlich, die aber haben ich meine, Stärken. Genau, ja. Aber sie waren natürlich auch lange vorne und man muss schon sagen, auch Mädchen, also ich habe wie sie auch zwei Mädchen. Ja. Und also auch die Mädchen, die sind schon, die holen natürlich auch wahnsinnig auf, auch in der Schule, an der Universität. Ne? Ja, also Gott sei ihr Dank. Jungs, ihr müsst euch schon ein bisschen anstrengen, damit ihr mithalten könnt. Das ist einfach so, wirklich. Ja, und die Jungs müssen auch ein bisschen Verständnis haben. Ja. Sie müssen mal überlegen, ja, wir haben jetzt erst seit 100 Jahren das Wahlrecht für Frauen in Deutschland. Wahnsinn. Ne? Also liebe Jungs und liebe Männer, helft uns auch in die erste Reihe zu kommen. Also es ist einfach an der Zeit, wenn wir zurückschauen, wie viel Frauen eingesteckt haben und wie oft von uns Frauen alles verlangt wird. Und der Mann sagt, nee, das mache ich aber nicht. Ja, also man muss sich immer im umgekehrten Sinne vorstellen, würde ich das Gleiche zu einem Mann sagen, würde ich das Gleiche von einem Mann erwarten. Und in 90% der Fälle würde man das eben nicht tun. Und deswegen, wir brauchen die Männer. Die Männer müssen uns helfen, dass wir wirklich in die Gleichberechtigung kommen. Judith Williams gibt uns schon so einen Rat für den morgigen Arbeitstag. Silvia am Sonntag, der Talk. Die schöne Shakira bei Hitradio FFH, 3:10. Silvia am Sonntag, der Talk. Heute mit Unternehmerin Judith Williams. Sie ist erfolgreiche Geschäftsfrau und kann sich neben den Alpha-Jungs in der Höhle der Löwen souverän behaupten. Im Privaten, also so, ich war total überrascht, als ich das gelesen habe in ihrer Biografie, Wenn Träume fliegen, da schreiben sie, ich war dann irgendwann mal Mitte 30 und ohne Mann. Also ich hatte wirklich die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte, ich bin unvermittelbar. Und dachte, um Himmels Willen, wer hält es denn eigentlich mit mir aus? Weil ich habe immer ständig neue Ideen. Bei mir ist nie Langeweile und ich sitze auch selten tagelang auf der Couch. Also bin ich einfach nicht der Typ. Ich bin unternehmenslustig und ja. Und dann kam dieser Mann plötzlich in mein Leben und sagte, ich finde das ja toll, deine ganzen Ideen. Lass uns doch da mal was draus machen. Das ist sehr. So. Und da sind wir jetzt. Schon eine ganz schöne Zeit lang. Schon eine Zeit, ja. Genau, mit vier Kindern, zwei gemeinsam, zwei aus seiner Ehe mit eingebrachte. Also schon eine kleine Patchwork-Familie, kann man sagen. Ja, aber da sieht man mal, auch Frauen, die Partnerwahl ist so wichtig. Wenn Frauen einen Mann finden, der auch die Leidenschaften oder einfach die Ideen von Frauen teilt und eine Frau nicht niedermacht oder einengt, dann ist das ein sich gegenseitig aufwerten.
heiraten. Mhm. Und als Power-Couple kommst du viel weiter als alleine. Sehr, sehr, sehr wahre Worte. Aber aus Ihrer Erfahrung, selbst als Frau und auch als Unternehmerin, ist es nicht aber so, also es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, aber Männer sind manchmal von starken Frauen, fühlen die sich so ein bisschen verunsichert? Ja, ich glaube, das liegt sehr stark an der Kommunikation, wie wir es dem Mann vermitteln. Wir Frauen sind doch eigentlich so klug. Ich muss ja nicht hingehen und dem aufs Brot schmieren, schau mal, wie stark ich bin, ja, sondern ihm auch die Wertschätzung geben. Männer brauchen unglaublich viel Wertschätzung. Wir Frauen natürlich auch. Aber du kannst klüger sein. Nimm doch den Mann mit ins Boot und demonstriere nicht die ganze Zeit, wie toll du bist, sondern du bist einfach. Ja. Und dann geht er, glaube ich, leichter mit. Sie sind eine ganz raffinierte. Ja, aber sie glauben ja auch an. Na, aber es ist wirklich. Also du kommst, ja. Ich glaube, sie haben, ich weiß gar nicht mehr die Formulierung, die kommt im Buch, ja. diese Strategie der Freundlichkeit, ne? So irgendwie. Ja. Kill them with kindness. Oh, kill them with kindness. Da ist viel, viel Wahres dran. Und wenn nicht als wir Frauen, beherrschen das doch ganz gut. Silvia am Sonntag, der Talk mit Unternehmerin Judith Williams. Hey. Gut in diesen Sonntag kommen mit Radio FFH. Silvia am Sonntag, der Talk heute mit der erfolgreichen Unternehmerin Judith Williams. Es ist ja nicht nur die Unternehmerin, wir haben über das Buch schon gesprochen. Dann gibt es die Sendung Höhle der Löwen und es gab Let's Dance. Da haben Sie, das habe ich jetzt erst erfahren, da haben Sie sehr, sehr lange überlegt, ob Sie das überhaupt machen wollen. Ja, ich hatte das Gefühl, als Businessfrau darf ich mir das nicht erlauben. Ja. Wirklicher Blödsinn. Ja. Wieder, was ich für Schranke, ich selber für eine Schranke. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei Ihnen. Ja, ne? Doch. Ja. Die hat ja jeder von uns. Klar. Jeder hat seinen wunden Punkt, den er dann mit sich schleppt. Und ich dachte, Mensch, du bist jetzt in dieser Schublade da und da werden die Leute sagen, oh, was will die denn jetzt? Plötzlich will die da rumhüpfen oder was. Und dann dachte ich, eigentlich, Judith, sind so viele Leute in der Ecke und die würden gern aus dieser Schubladenecke raus und wir sagen, ich möchte mich auch mal gern ausprobieren. Mhm. Und jetzt gehst du mal raus und machst halt mal was anderes und sagst, hey, ich stehe dazu. Und das war so ein Herzensanliegen und so befreiend für mich. Und ich liebe das Tanzen. Ich wünsche jeder Frau, jedem Mann, jeder Partnerschaft diese wunderbare Geben und Nehmen, was es im Tanzen gibt. Da ist so viel Sensibilität, so viel Empathie, so viel Spüren. Hm. Wann führt der Mann mich hier rüber? Mit dem Führen, das mussten Sie selbst aber dann auch schon erst was lernen. Der Erich sagte jede Woche, pass auf, ich lass dich stehen. Du tanzt dann alleine. Wenn du jetzt dich nicht führen lässt, kannst du alleine tanzen. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Also ihr habt wirklich sensationelles Silber erreicht. Gegen Ingolf Lück war irgendwie nichts zu machen. Was hat eigentlich Ihr Mann gesagt zu Let's Dance, als der Vorschlag kam? Also er hat gesagt, Schatzi, willst du dir das antun? Und ich habe ihm gesagt, ich habe so ein Brennen, ich möchte mich bewegen, ich habe 20 Jahre keinen Sport gemacht. Ja, ich sehe Tänzer und habe das Gefühl, oh, ich will gleich aufspringen und mittanzen, so wie wenn man ein Lied im Radio hört. Genau, und dann will man tanzen und rumspringen. Ja. Und das ist Euphorie. Ja. Und wo dürfen wir in unserem Leben euphorisch sein? Wir müssen meistens so kontrolliert, du kannst mal lachen, du kannst mal glücklich sein, aber Euphorie, das ist Ekstase. Judith Williams zu Besuch bei FFH. Radio FFH. It's Radio FFH. I was living my life like you to have it all. Einen schönen Sonntag. Silvia am Sonntag, der Talk. Heute mit der erfolgreichen Unternehmerin Judith Williams und einer echten Löwin, wenn sie für ihre Gründer in der Höhle der Löwen kämpft. Dass sie auch immer so dieses Bedürfnis hatten, rauszugehen, unternehmenslustig zu sein, wie sie gesagt haben, das lag auch schon so ein bisschen an der Mama. Meine Mutter ist das typische Beispiel einer wirklich sehr intellektuellen Frau. Die hat gelesen wie verrückt, aber sie hat halt ihre Karriere komplett aufgegeben für meinen Vater. Ja? Sie hat Klavierunterricht und so weiter gegeben, aber die gehörte irgendwo als Professorin an die Uni. Und ich kann mich nur erinnern an meine Mutter, die saß immer auf der Couch und las. Und ich konnte ihr auch jede Frage stellen. Die ist historisch so unglaublich bewandert. Und die wusste immer alles. Ich dachte immer, woher ist die so klug? Und es ist heute noch so. Das ist ja toll. Ja, und ich dachte weil immer... sie immer gelesen hat und einfach wissbegierig war. Ne? Ja, und da hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, gemein. Warum darf die Mama nicht so wie der Papa?
Der wundeste Punkt, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, ist immer noch für Frauen das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Das ist wirklich heftig nach all dem, was jetzt schon so erreicht wurde. Und oft sind es ja andere Frauen, die einen da kritisieren. Ich glaube, dass wir Frauen über so viele Generationen so wahnsinnig zurückgesteckt haben, dass sich da so viel Frust angebaut hat, weil ich sehe das manchmal in bösen Facebook-Kommentaren, wo Frauen sagen, ja, und ihre Kinder, die sind sich ja verwahrlost und so weiter und so fort, nur weil ich mich traue, als Frau in der ersten Reihe zu stehen. Und eine Frau, die arbeitet, hat die gleiche Liebe für ihre Kinder wie eine Frau, die nicht arbeitet. Ja, was man da wieder auch schon lernt, ist, der Mann ist schon sehr entscheidend. Ich sage auch immer meinen Kindern, sucht euch den Mann, mit dem ihr Kinder bekommen wollt, sehr gut aus. Ein Mann mit ein bisschen Emotionalität, der dich auch mal versteht, das ist echt Gold wert, weil das wird sonst echt eine Durststrecke in einer Ehe. Wie wahr. Eine Ehe kann auch mal eine Durststrecke sein. Manchmal muss man die gemeinsam durchstehen, aber wenn man von Anfang an vielleicht genau guckt, dann wird es gar keine Durststrecke. Silvia am Sonntag, der Talk mit Judith Williams. Silvia am Sonntag ist hier, der Talk, heute mit Judith Williams, die zeigt, dass man mit Wärme und Einfühlungsvermögen es als Frau bis zur Spitze schaffen kann. Also sie ist ja nicht nur erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern auch in der Sendung Höhle der Löwen beweisen sie, dass sie ein Gespür haben für erfolgreiche Gründe, erfolgreiche Unternehmen. Und sie entscheiden sich immer so schnell. Ist das Intuition? Ja. Intuition. Wahnsinn. Ich spüre, was ist das für ein Mensch? Mhm. Und dann muss natürlich das Produkt stimmen. Aber was ich nicht bin bei der Höhle der Löwen, ist jemand, der in Tausende irgendwie dieses und jenes und so weiter investiert. Ich suche Marken. Mhm. Ich suche besondere Konzepte, die man mit sehr viel Feingefühl Stück für Stück aufbaut. So wie wir es mit Little Lunch gemacht haben. Oder Three Bears, das tolle Porridge, ja. Ich bin an der Marke interessiert und nicht an einem One-Hit-Wonder. Ich bin an jungen Gründern interessiert, die wirklich offen durchs Leben gehen und wo wir eine gleiche Geistesgesinnung haben. Wenn du gemeinsam eine GmbH hast, dann ist das schon, meistens bindender als eine Ehe. Und ist das natürlich auch klar. Also ich habe jedenfalls den Eindruck, das Produkt muss dann auch zu Ihnen passen. Es muss zu meiner Lebenshaltung. Ich möchte nur Dinge unterstützen, die ich auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und ich mag keine Produkte, wo ich so denke, oh, das kaufe ich mir und dann landet es doch im Schrank. Ja. Das ist so Wegwerfgesellschaft. Das bin ich nicht. Mhm. Deswegen investiere ich vielleicht weniger in der Höhle der Löwen, aber ich suche halt Perlen. Und ich suche Gründer, die so kleine Perlen sind und eine besondere Marke haben. Ja, das kann sein, dass das mehr Arbeit ist und das kann sein, dass du nicht über Nacht Geld damit machst, aber mich interessiert das Geld in erster Linie nicht. Geld kommt manchmal ja sowieso danach, also wenn man dran glaubt, an das Produkt oder so. Ja, und ich habe nie Entscheidungen getroffen, um Geld damit zu verdienen. Das sind aber, glaube ich, manche Juroren anders, oder? Da geht's total anders, okay, natürlich, aber das ist ja die Würze der Sendung. Nein, das ist so schön. Und ich finde auch, Business geht nicht nur um Geld. Und wir würden jetzt natürlich alle Finanzjongleure, sage ich mal, widersprechen. Aber es geht, finde ich, um einen emotionalen Erfahrungsschatz, sich weiterzuentwickeln und diese Welt zu einer besseren Welt zu machen. Und deswegen suche ich solche Konzepte in der Höhle der Löwen und habe damit vielleicht eine andere Rolle als andere. Aber jeder hat seine, ohne Wertung. Hier ist Silvia am Sonntag mit Unternehmerin Judith Williams. Mit den Gründern zusammen ein Produkt entwickeln, eine Marke herzustellen, das ist so ein bisschen wie in einer Ehe, haben Sie es beschrieben und auch in Ihrem Buch, wenn Träume fliegen, kann man schon lesen, das ist, also Sie sind schon begeistert von den jungen Leuten. Diese neue Generation ist wirklich großartig und die haben auch nicht so ein Problem damit, wenn mal was schief geht, wo unsere Generation ist, oh, um Gottes Willen, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wer schuld ist, das ist dann meistens Nummer eins. Das ist doch völliger Quatsch. Ist doch völlig egal, wer schuld ist. Wie können wir es nächstes Mal gemeinsam besser machen?
Sie werben ja und Sie verkörpern das ja auch, auch wenn ich Sie jetzt hier sehe, da ist ja nichts verstellt. Im Umgang auch unter Geschäftsleuten für einen freundlichen Umgang. Jetzt sind Sie aber in dieser Männerrunde, Höhle der Löwen. Da muss man sich ja auch schon behaupten, weil die wollen ja alle nach vorne. Absolut, weil die überrollen dich natürlich. Ja, wenn du, also erstens dieses Kill them with kindness heißt eigentlich, du hast einen Partner, Geschäftspartner gegenüber, du kommst nicht weiter. Es bringt nichts rumzuschreien, sondern bleib bei dir. Ja, und bleib in einer freundlichen, guten Energie. Das finde ich viel weniger anstrengend. Wenn ich mich jetzt verstellen müsste und ständig irgendwie hier einen auf Ellenbogen und weg da und hier da. Das wäre ja so nicht Judith Williams. Nein, ne? das werden Sie nicht. Ja. Ich möchte nicht so leben. Ich möchte mit einer Leichtigkeit leben. Und mit dieser Leichtigkeit möchte ich auch den anderen gegenübertreten. Trotzdem ist es wichtig, dass ich bei mir bin und meinen Standpunkt vertrete. Und da muss ich einfach manchmal sagen, nein. Und dann merken die das auch. Das kann man ja ganz gut sehen. Ja. Ja, und das kann man energetisch machen, ja? Wie man sich verhält, wie man steht. Körperlich kann man das machen. Und wenn ich es wirklich empfinde mit jeder Faser, dann kommt auch die Botschaft da drüben an, ohne dass ich jetzt ein großes Fass aufmache. Sehr schön. Klasse. Judith Williams, heute mein Gast bei Silvia am Sonntag, der Talk. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Hab niemals Angst vor Veränderungen. Du hast es dir verdient. So kann man es ja lesen, auch in Ihrem Buch, Judith Williams, Wenn Träume fliegen lernen. Jetzt halten Sie ja auch Seminare, Vorträge und Sie haben schon unglaublich viele berührende Dinge erlebt, aber bestimmt auch schon so, dass Ihnen viele Menschen gesagt haben, geht vielleicht auch jetzt einigen zuhören, so, dass ja, Sie haben es vielleicht geschafft, aber bei mir, da spricht so vieles dagegen. Ich bin das lebende Beispiel. Es ist alles möglich. Unsere Welt ist so bunt, das Business ist so bunt. Es ist egal, ob du Kosmetikerin bist oder BWLerin. Ja, wir machen da keine Wertung und keinen Unterschied. Wichtig bist du, dass du deinen Weg findest und gehst. Und Ihr Weg hat ja auch gezeigt, also das ist ja dann ein ganz anderer Weg. Also ne, damals war ja Gesangsstudium und so und dann haben Sie ganz andere Sachen gebraucht und für BWL-Studium war ja dann keine Zeit. Es ging dann alles so schnell nach vorne und dann stoppst du natürlich nicht. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt wirklich in die Selbstständigkeit willst, musst du eine GmbH gründen. Hm. Oh Gott, wie macht man denn das? Ich hatte keine Ahnung, ja. Ich stehe dazu. Ich muss das ja nicht verschönern. Ich habe mir Bücher gekauft, ja. Bücher gekauft, ich habe einen Termin mit meinem Steuerberater gemacht, habe denen wahrscheinlich total dämliche Fragen gestellt. Egal. Aber heute weiß ich die Antwort. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das können wir Frauen auch ganz gut, also uns trauen, Fragen zu stellen. Wir trauen uns, Fragen zu stellen. Mhm. Und vor allem, du musst auch irgendwann mal einsehen, dass du gewisse Dinge kannst und gewisse Dinge nicht so gut kannst. Und die Dinge, für die du so nicht so ganz zu begeistern bist, da holt man sich gute Leute rein. Zum Beispiel Buchhaltung. Ich wäre eine Katastrophe in der Buchhaltung. Mhm. Und ich habe fantastische Buchhalterinnen, die machen das super, aber die würden niemals vor der Kamera stehen. Ja, so ist es. Jeder hat seine Stärken. Traut euch, das ist der Leitspruch von Judith Williams, unserem heutigen Gast. Und gerne auch nachlesen in ihrem Buch. Alle Infos auch zu den Vorträgen gibt's auf ffh.de. Politik, wäre das eine Veränderung, die für Sie in Frage kommen könnte? Oh, die Politik ist so starr und so langsam, die würden wahnsinnig werden. Ja, umso besser, dann, dass Sie dann vielleicht... aber es geht zu langsam. Ne? Ich glaube, die würden mich rausschmeißen. Die können mit jemand so Kreativem gar nicht umgehen. Ja? In der Politik, ach Mensch, wo das Schulsystem, Frauen, ich hätte so viele Themen für die Politik. Und da muss frischer Wind rein. Und es gibt ja gerade eine Bewegung. Ja. Aber da, die Politik ist noch härter als Business. man muss ja auch gucken, was macht man mit seiner Lebenszeit, ne? Und das, ich meine, wenn man die Wahl hat, ich tanze oder ich gehe in die Politik. Ja. Ne? Also ich ist schwierig. Würde viel lieber Menschen durch Reden, durch Speeches berühren, dass sie anfangen an sich zu glauben. Sehr schön. Wie ist es eigentlich bei euch zu Hause? Wir haben ja schon über Männer gesprochen bei der Erziehung. Wer ist der strengere von euch beiden, Ihr Mann oder Sie? Ich glaube, mein Mann. Er ist der lautere von uns. Und dann können Sie so ein bisschen die... Ich löse das anders. Ich löse das immer über Gespräche. Mhm. Ich muss zwar auch mal streng sein und sagen, du, jetzt machen wir mal einen Punkt. Ja, komm, lass uns mal jetzt eine kleine Auszeit haben. Aber mir ist ganz wichtig, immer in Kommunikation mit den Kindern zu sein. Und dass sie das Gefühl haben, ich urteile nicht über sie, sondern ich habe ihr Bestes im Sinn und will ihnen helfen, sich zu entwickeln zu dem, was sie sein wollen.
Also das nehme ich mir auch noch mit vom Gespräch. Also jeder, der jetzt zugehört hat, wird ja so sein eigenes haben. Aber nicht werten, nicht urteilen, ja. das ist manchmal ganz hilfreich. Ja. Ja, lieben. Ja, lieben. Wenn es auch manchmal, genau, auch den Feind umarmen. Ja, nicht zu viel erwarten, sondern wir sind einfach. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön, Sie kennenzulernen. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung, Höhle der Löwen. Und alles, was Sie anpacken, wir sind dabei. Oh. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich auch. Dankeschön. Hits.